Moin, moin. Es geht los. Ja, mich gibt's noch immer. Genau so wie mein Tanky-Account. Tut mir leid. Okay. Ja, ist okay. Gut. So, aber ich habe nicht vergessen, dass ich noch immer Tanky online Let's Plays mache. Yeah! Wir können uns alle freuen. So, was habe ich heute auf Lager? Was habe ich auf Lager? Was habe ich auf Lager? Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Es gibt dicke Nudel. Dicke Nudel? Wunderbar. Freut mich für dich. Das ist wow. Wow. Ja. Yeah. Wow. Bahn-Stories? Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Heute ist nicht viel passiert. Außer, dass einer dem Bahnpersonal, ja, kann man so sagen, den Mittelfinger gezeigt hat. Ja, auch was Neues. Dann, was noch, ah ja, genau. Als ich dann in die Bahn eingestiegen bin, auch so eine, kommt da mit ihrem Fahrrad rein. Ich verstehe nicht, wieso Leute mit einem Fahrrad in der Bahn sind. Ey, ich meine mal entweder Bahn fahren oder Fahrrad, aber nicht beides. Es ist so scheiße. Die versperren den Weg den anderen Leuten, ob man rein will oder raus will oder ob es eng ist. Achtung, ich komme hier mit dem Fahrrad, alle mal aus dem Weg. Das ist... Na, wenn ich schon Leute mit dem Fahrrad sehe, die dann echt in eine überfüllte Bahn einsteigen, oh, dann würde ich so gerne dem einen oder anderen total auf die Schnauze hauen. Ja. Hab da Glück, dass ich so nett bin. Das mache ich nicht nochmal. So. Naja, auf jeden Fall, weißt du, schön genug Platz. Ja, das ist genug Platz. Ja, genug Platz für alle. Ah, aber nicht für die Tusse mit dem Fahrrad. Nee, das wäre ja auch viel zu einfach, ne? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Ich muss hier mit dem Fahrrad durch. Ja, toll. Toll, dass du mit dem Fahrrad durch musst. Geil. Wow, wir sind stolz auf dich. Ja, so stolz kann man gar nicht sein. Naja, es geht ja weiter, ne? Es geht ja weiter. Ist ja nicht das Ende. Nee, das ist wirklich nicht das Ende. Boah, Alter. So viele Freezer. Nee, es geht wirklich weiter. Gut, auf jeden Fall umsteigen. Nächste Bahn, bitte. Dann ging's los. Ich gehe rein. Toll, dass du da bist. Ich dachte erstmal, was? Meint ihr mich? Aber nee, hinter mir war noch einer, der auch reingekommen ist. Boah, da. Zuerst dachte ich mir, oh Gott, wer ist das denn? Aber ist okay gewesen. Lustigerweise setzen sie sich dann genau neben den kleinen Herrn Newster und labern. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn Leute reden. Nein. Aber wenn man es dann so penetrant macht und fast rumschreit und irgendwie labert, oh ja, mit dem Moritz gehen wir heute ins Kino und so. Ja, also nee, also nicht Alexanderplatz. Nee, also der hat da schon die Karten bestellt. Also ich glaube, das wird er machen, aber ich weiß es nicht genau. Und vor allem, hast du gesehen, die Lisa, ja, die ist schon seit der 7. in den verknallt, aber irgendwie, weißt du, die sagt zu mir jede Woche so, oh nein, Alter, es ist nicht gut, wenn ich mit ihm, und dann ist es wieder gut. Und ich sitze daneben, bitte, bitte, halt die Schnauze und lass mich einfach mal mit der Bahn fahren. Natürlich habe ich das nicht laut gesagt, ja. Sonst hätte ich vielleicht einen Schlag ins Gesicht bekommen und was auch immer. Auf jeden Fall ruhig bleiben, ruhig bleiben. Aber das war noch nicht alles. Das wäre ja schon so schön gewesen. Nein, es geht noch weiter, es geht wirklich weiter. Und zwar, paar Stationen später steigen dann Kindergartenkinder ein. Yay! Ja, yay! Ich habe ja nichts gegen Kinder, ja? Nein, wirklich nicht. Das ist... Nein, ist okay.
Bloß, das Problem ist nur, wenn man seine Ruhe haben will und sich manche denken, einfach mal rumzuschreien. Und die Erzieherin, die sind ja noch besser. Da wollte sich eine kleine Dame hinsetzen. Und geht sofort wieder auf! Schreit die an. Die soll auch stehen. Wir fahren ja eh nur eine Station. Ja, dann hätte man die Station auch laufen können. Ja? Okay. 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 Hab nichts dagegen. Nein! Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich mach mal lieber den Chat aus. Oh, Leute, könnt ihr mal da draußen die Schnauze halten? Die Kinder draußen nerven mich auch. Also macht mal einmal das Fenster auf. Und die Nachbarn, Alter, die Nachbarn. Es ist schon lange nichts mehr von den Nachbarn gehört. Es ist schon lange nichts von den Nachbarn gehören. Es ist schon lange nichts mehr von den Nachbarn gekommen. Das lag aber daran, dass es kalt draußen war. Und wenn es kalt draußen ist, dann denkt man sich, dass man die Fenster in der Nacht bald zulässt. Richtig. Aber in den letzten Tagen wurde es ja immer wärmer. Und das ist schön, dass es wärmer wird. Doch das Problem ist nur, dass die Nachbarn auch das Fenster aufmachen. Und wenn man dann um 23.30 Uhr Fernsehen schauen will, weil man sich denkt, ich habe jetzt eh keinen Bock einzuschlafen, weil ich ja eh nicht einschlafen kann. Und man dann Fernsehen schaut, auf Toilette geht und auf Toilette dann ein kleines oh, 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 ja und ja und ja, ich komme gleich, hört. Und dann den Fernseher leiser stellt, das Fenster aufmacht und draußen das noch doppelt so laut ist, weil die auch das Fenster aufhaben. Na, dann denkt man sich ja manchmal so, was ist mit den Nachbarn nicht in Ordnung? Ich habe schon wieder gedacht, nehme ich jetzt mein Handy raus und filme das Ganze wieder und lach mir so einen ab? Ist nicht wirklich gut. Wobei das vielleicht auch rechtlich problematisch ist. Außer natürlich, ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Das ist schon saulange her. Da haben die sogar im Let's Play getrieben. Da konnte man sogar das Bett hören, wie es rick, rick, rick verschoben wurde. Oh Gott. Und wenn ich schon diese Geräusche höre, wie das so klatscht, wie soll ich das erklären? Es hat sich so angehört, als ob man halt irgendwie so ein Schwein gerade schlägt, ja? Ich habe zwar noch nie ein Schwein geschlagen, aber das hat sich einfach so angehört, als ob man irgendwie so eine Potsau nimmt und dann erstmal schön mit einem Tennisschläger oder was auch immer, oder mit einem Baseballschläger oder mit einem Eishockeyschläger oder irgendeinem anderen Schläger, die Rippen brechen will. So hat sich das angehört. Das ist auch, naja, wobei man sagen muss, dass die auch so, ich sag mal, wie soll ich sagen, sie ist halt nicht die dünnste. Ja, und da kann es natürlich schon sein, dass es sich so anhört. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich dachte wirklich, dass es endlich vorbei wäre mit den Scheißnachbarn. Aber ich kann wieder auf den Winter hoffen oder auf den Herbst, je nachdem, was sie das Fenster zu machen. Sommer wird sicherlich das Schlimmste, denn die werden nicht aufhören. Die werden es, glaube ich, noch stärker treiben. Das Geile ist, dass sie den Typen schon ein paar Mal vor die Tür gesetzt hat mit Mülltüten, wo dann seine Sachen drin sind. Aber komischerweise ist er noch am selben Tag oder am nächsten Tag wieder in der Wohnung und dann geht's noch härter zur Sache. Wieso geben mir alle die Flaggen? Bin ich ein Obdachloser oder was? Naja, Alter, über was habe ich eigentlich die letzte Zeit jetzt geredet? Ja, es ist wirklich schwer. Es ist echt. Oh Mann. Ja, aber was will man da machen? Ich gehe doch nicht runter und klopf an und sag, liebe Damen und Herren und Potsau rechts neben dir. Es ist so, dass es jetzt so spät ist, dass man seine obszönen Gesten, Gedanken und Erektionen mal lieber zusammenreißen, wollte ich gerade sagen. Ja, aufs Letztere würde das sicherlich nicht so passend zutreffen, aber was soll's. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr komisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte eigentlich heute über was anderes reden. Ich habe mir gestern wirklich echt Gedanken gemacht, über was Sinnvolles zu reden. Aber dann kam halt das mit den Nachbarn dazwischen. Ich muss sagen, der Abschluss war echt geil. Ich weiß zwar nicht, was die da geschrien hat, aber das,
Keine Ahnung, das kann man echt nicht beschreiben. Das war so, wie soll ich sagen? Das war so, keine Ahnung. Als ob die ihren Partner geklont hätte und den Klon nochmal geklont hätte und alle drei in ihr waren. Will ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall hat sich das irgendwie sehr komisch angehört. Es war so ein bisschen heulen und ein bisschen lachen und ein bisschen schreien und irgendwelche Wortlaute, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben haben. Oh Mann, sind die verrückt. Naja, was soll's, was soll's. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Eigentlich gar nichts. In dem Sinne, Leute, haut drin. Ja, da meldet man sich wieder mal so ein Tanky, ne, macht ein Let's Play und dann kommt nur noch Scheiße dabei raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, so. Die Zeit ist wieder fortgeschritten. Und zwar sehr fortgeschritten. Wir sind kurz vor Level Up. Also nicht mein Account, aber die Zeit. So. Gut. Ach ja, es gab schon lange nichts mehr von Günther. Ist Günther tot? Ja, mehr oder weniger. Er lebt noch. Aber sieht nicht gut für ihn aus. Er ist gerade im Koma. Hat sich beim Scheißen zwei Rippen gebrochen. So wie ein Bandscheibenvorfall, den er vorgetäuscht hat. Als er dann auf dem Weg nach Hause war, wurde er von einem LKW angefahren und hat sich dabei leider den Schließmuskel zerrissen. Alter.